Die 35-jährige Ueta Miyuki lebt mit ihrem neuen Partner und ihren 5 Kindern aus früheren Beziehungen in Tottori, wo sie einen Imbiss in der Nähe des Bahnhofs betreibt. Sie führt ein auf den ersten Blick scheinbar völlig normales Leben. Doch im November 2009 wird Miyuki plötzlich festgenommen. 3 Wochen zuvor, am 7. Oktober, wird in einem Fluss im Ort die Leiche des 57-jährigen Hideki Murayama gefunden. Der Mann, der ein Elektronikgeschäft in Tottori betreibt, hat Miyuki Haushaltsgeräte verkauft und hatte sie am Vortag besucht, um die zu zahlende Summe abzuholen. Bei der Untersuchung der Leiche können Spuren eines Schlafmittels nachgewiesen werden. Nach Uetas Festnahme stellen die Ermittler fest, dass die Frau Kontakte zu 5 weiteren Personen hatte, die alle in den letzten 5 Jahren ums Leben gekommen sind. Diese Todesfälle beinhalten laut damaligem Aktenstand 2 Selbstmorde, einen Unfalltod, einen Todesfall durch Krankheit sowie einen unklaren Todesfall. Der erste Fall ereignet sich im Mai 2004. Der 41-jährige Zeitungsreporter Tsukasa Furukawa wird von einem Zug überfahren. Er stellt offenbar einen Pappkarton auf die Gleise, in den er sich hineinsetzt. Außerdem hat er Spuren eines Schlafmittels im Blut. Die Polizei geht in dem Fall damals von einem Selbstmord aus. Der Mann hinterlässt einen Zettel mit den Worten: „Ich habe Miyuki kennengelernt und etwas über wahre Liebe erfahren." Nach Miyukis Festnahme und Überprüfung 5 Jahre später kommt erstmals der Verdacht eines Zusammenhangs auf. Tatsächlich kann festgestellt werden, dass die beiden offenbar ein Verhältnis hatten. Der nächste Vorfall ereignet sich im August 2007. Shinichi Furuta, ein 27-jähriger Wachmann, der bei Miyuki zur Miete lebt, aber auch, wie später klar wird, ein Verhältnis mit ihr hat, ertrinkt im Meer. Offenbar hat Miyuki ihn im Vorfeld überredet, im Meer Muscheln zu pflücken, obwohl sie genau weiß, dass er nicht schwimmen kann. Die Eltern des Mannes sagen im Nachhinein, während er bei Miyuki lebte, habe er mehrfach häusliche Gewalt erfahren. Miyuki habe ihn sogar mit einer Bratpfanne geschlagen, als er einmal die Miete nicht pünktlich zahlte. Anfang 2008 beginnt Miyuki ein Verhältnis mit Atsumi Fujita, einem 41-jährigen verheirateten Polizisten aus Shimane. Der Vater einer Tochter erhängt sich im Februar 2008 in einer Bergregion. Auch sein Tod gilt zunächst als Selbstmord. Er ist sogar so unverdächtig, dass noch nicht mal eine Autopsie durchgeführt wird. Aus diesem Grund wird nicht festgestellt, ob er zum Beispiel auch Schlafmittel genommen hat oder verabreicht bekommen hat. Somit kann ein Mitwirken Miyukis beim Tod des Mannes nur vermutet, aber nicht nachgewiesen werden. Im April 2009 wird der 47-jährige LKW-Fahrer Kasumi Yabe tot auf dem Meeresboden vor Hokue gefunden. Er ist anscheinend ertrunken, wobei die Autopsie auch ergibt, dass der Mann Sand in der Lunge hat, was im Zusammenhang mit Ertrinken nicht üblich zu sein scheint. Zunächst kann keine Verbindung zwischen Miyuki und dem LKW-Fahrer hergestellt werden. Doch während der Ermittlungen kommt heraus, dass sie eine Weile zuvor eine Affäre mit ihm hatte. Der Mann hat Miyuki offenbar mit 3 Millionen Yen ausgeholfen. Der nächste merkwürdige Todesfall, der in Miyukis Umfeld auftritt, ist der anfangs genannte Fall des Geschäftsmannes Hideki Maruyama am 7. Oktober 2009, für den Miyuki schließlich im November desselben Jahres festgenommen wird. Vor ihrer Festnahme stirbt allerdings noch ein weiterer Mann, ihr Nachbar. Der 58-jährige Taguchi Kasuyoshi. Er ist herzkrank und geht deswegen nicht mehr arbeiten. Ab und zu passt er auf Miyukis Kinder auf. Am 26. Oktober sind die beiden gemeinsam mit dem Auto unterwegs und er erzählt Miyuki, dass es ihm sehr schlecht gehe. Anstatt einen Krankenwagen für den Mann zu rufen, gibt sie ihm mehrere Schlaftabletten und behauptet, sie würden helfen. Erst am nächsten Morgen lässt sie ihn ins Krankenhaus einliefern, wo der Tod des Mannes bestätigt wird. Im Krankenhaus wird Miyuki lachend und im Gespräch mit ihrem derzeitigen Partner gesehen. In diesem Fall ist nicht eindeutig nachweisbar,
ob der Mann an seiner Herzerkrankung oder an der hohen Dosis Schlafmittel gestorben ist. Zu einer Mordanklage gegen Miyuki fehlen auch hier die Beweise. Das Motiv für alle Taten ist Geld. Miyuki lässt sich von allen Männern Geld geben, teure Dinge kaufen und aushalten. Sobald die Männer nicht mehr mitmachen wollen oder Geld von ihr zurückfordern, wird sie sie auf ihre eigene Art wieder los. Die Ermittler beschreiben die Wohnung von Miyuki und ihrem Partner als stark verwahrlost und vollgemüllt. Die 1973 in Kiyoshi geborene Frau ist zusammen mit einem Bruder in der Präfektur Tottori aufgewachsen. Während ihrer Schulzeit fällt sie mehrmals durch Diebstähle auf und bricht einmal in das Haus von Nachbarn ein. Nach dem Schulabschluss beginnt sie eine Krankenpflegeausbildung, die sie nach kurzer Zeit wieder abbricht. Daraufhin heiratet sie, hat verschiedene Jobs und lässt sich wieder scheiden, bevor sie beginnt, den Imbiss zu betreiben. Die meisten der später verstorbenen Männer hat sie dort kennengelernt. Sie heiratet erneut, doch ihr zweiter Mann zieht kurze Zeit später wieder bei ihr aus. Sie lassen sich aber nicht scheiden. Bis zu ihrer Festnahme 2009 bekommt sie 5 Kinder von verschiedenen Männern. Miyuki fängt an, ihren Lebensunterhalt überwiegend von ihren männlichen Bekanntschaften finanzieren zu lassen. Es sei ihr sehr leicht gefallen, das Interesse von Männern zu wecken und sie für ihre Zwecke auszunutzen. Zunächst habe sie sich immer sehr interessiert am Leben ihrer späteren Opfer gezeigt und sei ihnen behilflich bei Problemen und Entscheidungen aller Art gewesen. Sie schreibt regelmäßig Briefe, in denen sie sich immer besorgt um die Männer zeigt und fragt, ob es ihnen gut geht und so weiter. So gewinnt sie ihr Vertrauen und beginnt, sich an das Geld der Männer heranzumachen. Einigen täuscht sie Krankheiten oder teure Krankenhausaufenthalte vor, für die sie dringend Geld braucht. Nachdem sie sich zuvor immer sehr engagiert um die Männer kümmert, glauben ihr die meisten und halten es für selbstverständlich, ihr im Krankheitsfall zu helfen. Diese Masche wendet Miyuki insgesamt bei wesentlich mehr Männern als den 6 Verstorbenen an. Zusätzlich zu den Morden werden ihr 15 Fälle von Betrug zur Last gelegt. Offenbar hat sie nur die Männer getötet, die nachdrücklich eine Rückzahlung ihres Geldes forderten. Bereits 2002 zeigt eine ihrer Bekanntschaften sie wegen Betruges an. Doch es kommt zu keinem Verfahren, da sie nicht vorbestraft ist. Ein 66-jähriger Mann, der im Jahr 2005 eine Affäre mit Miyuki hatte und auch von ihr um Geld betrogen wurde, beschreibt den Ablauf wie folgt. Er sei zufällig zu dem Imbiss gegangen, den Miyuki betreibt. Sie habe ein Gespräch mit ihm begonnen, sie sei direkt sehr privat geworden und habe ihn dann überredet, mit ihr in ein Hotel zu fahren, wo sie ihn dann verführt hat. Laut Angaben des Mannes war das erste Mal, dass ihm so etwas passiert ist. Er fühlt sich zwar überrumpelt, aber auch geschmeichelt. Infolgedessen beginnt er, sich öfter mit Miyuki zu treffen. Es geht sogar so weit, dass ihr ältester Sohn den Mann Papa nennen muss. Schließlich gibt er sein ganzes Vermögen für Miyuki aus. Er kauft ihr ein Haus und eine Menge Schmuck. Nachdem die Beziehung der beiden kaputt geht, als er erfährt, dass Miyuki mit einem anderen Mann verheiratet ist, der woanders lebt, möchte er einen Teil des Schmucks zurück, aber sie behauptet, ihn nicht mehr zu haben. Aufgrund von fehlenden Beweisen kann Miyuki nur für den ersten und den vorletzten Todesfall angeklagt werden. Zusätzlich zu den Anklagen wegen 15 weiteren Fällen des Betrugs von Männern, die mit ihr in Kontakt gestanden haben. Sie selbst gesteht keinen der Morde und macht keinerlei Angaben zu den möglichen Tatabläufen. Welche Beweise in diesen beiden Fällen im Vergleich zu den anderen ihre zweifelsfreie Schuld bestätigen, wird nicht genau benannt. Miyuki behauptet, sie sei nicht schuldig, räumt dann aber die Tötung der beiden Männer ein, da sie die Schulden bei ihnen nicht hätte begleichen können. Es ist schwer zu glauben, dass sie es geschafft haben soll, die Männer zu überzeugen, sich selbst zu töten bzw. freiwillig als Nichtschwimmer ins Meer zu gehen. Sollte sie für den Tod aller 6 Männer verantwortlich sein, waren diese wahrscheinlich jeweils schon tot, bevor sie an den jeweiligen Orten abgelegt worden sind. Und es hat nur den Eindruck eines Selbstmordes oder Unfalls gemacht. Im Dezember 2012 wird sie vom Gericht in Tottori für die beiden genannten Fälle, die jetzt als Raubmorde gelten, zum Tod verurteilt.
Auch im Berufungsverfahren wird die Strafe aufrechterhalten. Was haltet ihr von dem Fall? Glaubt ihr, Miyuki ist für den Tod aller 6 Männer verantwortlich? Lasst gerne eure Meinung unten in den Kommentaren. Bitte lasst ein Like da und abonniert den Kanal, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Ein Fall, der erstaunliche Parallelen zum Fall von Miyuki Ueta aufweist, ist der von Kanae Kijima, beginnend damit, dass die Taten fast im gleichen Zeitraum stattfinden. Da die 34-jährige Kanae sich oft mit Männern trifft, die sie online in sogenannten Konkatsu-Portalen, also Portalen für Heiratswillige, kennenlernt, sind ihre Taten auch als die Konkatsu-Morde bekannt. Kijima ist als älteste von 4 Geschwistern in Hokkaido geboren und aufgewachsen. Ihr Vater ist Professor an der Uni und ihre Mutter Klavierlehrerin. Als Teenager ist sie besessen von Markenkleidung und von teuren Kosmetikprodukten. Obwohl ihre Familie recht wohlhabend ist, bestiehlt Kijima mehrfach ihre Mitschüler. Einmal nimmt sie mehrere Millionen Yen aus dem Haus einer Freundin mit. Mehrfach wird sie auch beim Ladendiebstahl erwischt. Sie beginnt ein Studium, muss dies aber beenden, da sie die Studiengebühren zu spät bezahlt. Sie erzählt ihren Eltern, sie würde immer noch studieren, arbeitet aber in Wirklichkeit in verschiedenen Jobs und begeht nebenbei Diebstähle sowie Betrüge, überwiegend auf Online-Auktionsplattformen. Im Jahr 1999 stirbt ihr Vater unter mysteriösen Umständen. Offenbar erstickt er in seinem Auto, was als Selbstmord gewertet wird. Im Jahr 2003 muss Kijima für ihre Betrügereien im Internet für 2,5 Jahre in Haft. Zur Zeit der Morde ist sie arbeitslos und lebt auf Kosten wechselnder Männer bzw. mehrerer Männer gleichzeitig in einem luxuriösen Apartment in Toshima in Tokio und fährt in einem Mercedes herum. Sie beginnt eine teure Kochausbildung im Cordon Bleu Paris in Tokio, die sie mit Geldern der verschiedenen Männer bezahlt. Mehreren der Männer, die sie im Internet kennenlernt, erzählt sie, sie sei eine gefragte Lifestyle-Expertin und mit dem Entwickeln neuer Lebensmittelkreationen betraut. Bevor sie die Männer tötet, haben sie alle der Frau mit hohen Geldsummen ausgeholfen. Mit mehreren ihrer Bekanntschaften plant sie scheinbar ihre Hochzeit, bevor sie sie tötet. Sie ist sehr redegewandt und hat laut eigenen Angaben den Dreh heraus, wie man Männer verführen kann. Sie stellt eine Art spiritueller Verbindung zu ihren Opfern her, die es ihnen erschwert, sie zu verlassen. Die Briefe, die sie den Männern schreibt, weisen einen eleganten Schreibstil auf. Als der 41-jährige Yoshiyuki Oide am 6. August 2009 tot in einem Mietauto in Saitama entdeckt wird, sieht es zunächst nach einem Selbstmord aus. Er ist durch ein Yontan-Brikett verursachte Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Doch die Ermittler stoßen auf einige Ungereimtheiten. Der Schlüssel des Mietautos ist nicht auffindbar. Die Ermittler finden ein einzelnes Streichholz, das zum Entzünden des Briketts benutzt wurde, aber keine Streichholzschachtel. Außerdem sind keine Spuren des Briketts an Oides Händen nachweisbar. Dies führt dazu, dass Yoshiyukis Umfeld genauer überprüft wird. Dabei befragt die Polizei auch Kanae Kijima, mit der der Mann eine Affäre hatte. Die Polizei findet heraus, dass 6 weitere Männer aus Kanaes Umfeld innerhalb der letzten 2 Jahre gestorben sind. Zusätzlich hat sie unzählige Männer um teilweise mehrere hundert Millionen Yen betrogen. Im August 2007 wird die Leiche des 70-jährigen Sadao Fukayama im Badezimmer seines Hauses in Matsudo gefunden. Eine genaue Todesursache kann bei ihm nicht festgestellt werden. Allerdings befindet sich auch bei ihm ein Brikett der Firma Yontan im Raum. Am 30. Januar 2009 wird der 53-jährige Takao Terada aus Omme tot in seinem Haus gefunden. Die Todesursache ist Kohlenmonoxidvergiftung und ein Yontan-Brikett liegt neben der Leiche. Insgesamt befindet sich ein Block mit 20 Kilogramm der Briketts in seinem Haus, was der Polizei merkwürdig vorkommt, da er weder ein Auto noch ein Fahrrad besitzt. Daher gehen sie davon aus,
dass er die Briketts nicht selbst in sein Haus gebracht hat. Darüber, dass er sie im Internet bestellt oder mit einem Mietwagen nach Hause gefahren hat, gibt es keine Belege. Wie bei Kijimas Überprüfung festgestellt wird, hat Terada kurz vor seinem Tod 17 Millionen Yen an die Frau überwiesen. Am 15. Mai 2009 steht in Noda das Haus des 80-jährigen Kenzo Ando in Flammen. Seine Leiche wird im Haus gefunden. Mehrere Yontan-Briketts liegen neben ihm. Außerdem hat er die zehnfache einer normalen Dosis Schlaftabletten genommen, obwohl er zuvor anscheinend nie Schlaftabletten genommen hat. Zusätzlich zu fast 2 Millionen Yen, die Kijima bereits von dem Mann erhalten hat, stiehlt sie vermutlich ein teures Gemälde aus seinem Haus und veräußert es weiter. Am 6. August des gleichen Jahres wird dann die Leiche von Yoshiyuki Oide gefunden, dessen Tod die Ermittlungen gegen Kanae Kijima auslöst. Im Fall von Sadao Fukayama, Kijimas erstem Opfer, fehlen die Beweise für eine Anklage, da dessen Todesursache nicht eindeutig festgestellt werden konnte. Kijima wird für die übrigen drei Fälle wegen Mord und in sieben weiteren Fällen wegen Betruges angezeigt. Ursprünglich wird sie sogar verdächtigt, für den Tod dreier weiterer Männer verantwortlich zu sein. Für den Tod zweier dieser Männer ist allerdings Ueta Miyuki verurteilt worden. Mit dem dritten hatte sie ebenfalls ein Verhältnis, aber die Beweise reichten nicht zur Anklage. Zwei der Männer stammen eigentlich aus dem Raum Tokio, haben aber zur Tatzeit in oder in der Nähe von Tottori gewohnt. Miyuki aus Tottori wird im November 2009, Kijima aus Tokio im Januar 2010 festgenommen. Kein Wunder also, dass sich die Ermittlungen gegen die beiden Frauen teilweise überschnitten haben. Während ihres Prozesses behauptet Kijima unter anderem, dass sie eine so außergewöhnlich hohe Anziehungskraft auf Männer hätte, dass es völlig selbstverständlich gewesen sei, dass diese ihr Geld gegeben haben. Sie wäre bereits von Kind an einen hohen Lebensstandard gewöhnt, den sie nicht einfach so aufgeben könne. Deswegen ist sie der Meinung, sich nicht des Betruges schuldig gemacht zu haben. Die Männer hätten ihr das Geld zu Lebzeiten freiwillig gegeben. Die Tötung der Männer gesteht sie nicht. Die Öffentlichkeit ist geteilter Meinung. Zum einen wird Kijima wegen ihrer Taten scharf kritisiert, zum anderen gibt es Leute, die meinen, ihre Schuld sei nicht eindeutig nachweisbar. Für das Gericht allerdings ergibt sich durch die Sachlage das eindeutige Bild, dass Kijima die Männer getötet hat, um sich an ihrem Vermögen zu bereichern, sich davon ihr Luxus-Apartment und die teure Kochausbildung zu finanzieren. Genauso wie Miyuki Ueta erhält auch Kanae Kijima die Todesstrafe. Im Gefängnis heiratet sie und schreibt ein Buch mit ihren Memoiren, das im Jahr 2015 veröffentlicht wird. Was sagt ihr zu den Taten von Miyuki Ueta und Kanae Kijima? Lasst gerne einen Kommentar unten. Vielen Dank fürs Anschauen. Denkt daran, den Kanal zu abonnieren und bis gleich.